is obviously the price you pay. If you love the one you hate, that same I can't hold your head above water. I can't hold your head above. And it's amazing how you turn the words into something new, still meaningless. I can't give you what you need. And it sounds awesome how you offer plans. I feel guilty just to think her name. Kind words won't let me down. Kind words won't let me down. You pay if you love the one you hate, that same I can give you what you need. And it sounds awesome how you offer plans. I feel guilty just to think her name. Kind words won't let me down. Me down. Let me down. Herzlichen Dank. Dieses Mikrofon, ja, dieses Mikrofon. Wir haben leider nur dieses eine. So kann ich hier nicht arbeiten. Hallo Perry, wir begrüßen uns jetzt erstmal richtig. Hi. Hi. Grüß dich. Hallo, na. Deine Stimme ist ja echt der Wahnsinn. Wie viel Whisky trinkst du am Tag? Wie viele Schachteln Zigaretten rauchst du? Also ich habe schon gerne mal einen Whisky getrunken. Bin aber dann recht schnell umgestiegen auf Gin Tonic. Und okay. Jetzt, ja. Aber das ist alles gar nicht so wichtig, glaube ich. Auf jeden Fall, die Stimme ist jetzt einfach irgendwie so geworden. Die ist geil, ne? Da, ein bisschen Applaus für deine Stimme vielleicht. Ja, vielen Dank. Dafür muss ich auch alle 4 Minuten Wasser trinken. Ich merke schon hier so dieses Dauerpilzer, ne? Ja, es kommt durch. Auch bei mir. Also was heißt gerade bei mir, weil ich ein Pfälzer bin. Aber ich gebe mir sehr viel Mühe und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wenn nicht, können wir das Inder ja... Ich gebe sich alle Mühe, ne? Schgebt mal. Ja. Wie kommt das, dass du trotz deiner jungen Lenze da schon so derbe viel in dein Songwriting reinpacken kannst? Schwierig. Also man erlebt ja immer irgendwas, egal wie alt man ist. Ich glaube, wenn man 16 ist, hat man auch Probleme, nur sind es andere Probleme, wie die man vielleicht mit Mitte 30 hat. Aber es gibt immer einen Grund, über irgendwas ein Lied zu schreiben und es passieren immer irgendwelche Dinge, die ja, es wert sind, in ein Lied gepackt zu werden. Ich bin da auch gar nicht so jemand, der immer sagt, jetzt ist irgendwas Blödes passiert, jetzt schreibe ich einen Song drüber, sondern es hat sich immer alles relativ ergeben. Was machst du hauptberuflich? Ich bin Student. Ich studiere Medienwissenschaft in Mannheim. Und da bin ich jetzt gerade an meiner Abschlussarbeit. Schön, da wünschen wir dir alle das die Beste. Daumen. Wir wünschen dir die Daumen. Komm, hör auf. Du machst schon ziemlich lange Musik. Was waren denn so die ersten Schritte? Also die erste Gitarre habe ich mir damals gekauft, als ich 7 war, in der 2. Klasse. Da war ich war ganz großer Bon Jovi-Fan. Ich dachte, hey, du wirst später einfach Bon Jovi quasi. Wenn ich ab und an weggehe, dann gehe ich in so eine Kneipe, wo es so ein
eine Musikbox gibt und da gehe ich rein, werfe 2 Euro rein und lasse 10-mal Always von Bon Jovi spielen. Und die haben alle eine gute Zeit. Auf jeden Fall. Also ich finde es, ja, auf jeden Fall, ich habe die Frage, das war ja gar nicht gefragt. Lag die Gitarre erstmal unterm Bett und dann kam ein Freund Danny zu mir mit seinem Roller, hat gesagt, hey, du hast eine Gitarre, lass mal auspacken. Der Roller, das war auch unwichtig. Ich hab schon 3 Bier getrunken, man merkt, dass ich wieder anfange, viel zu viel zu erzählen. Trinken bei der Arbeit? Ja, das ist ja das Gute an der Arbeit, Art von Arbeit. Das darfst du auch wieder rauchen. Ja. Naja, jedenfalls haben wir dann eine Band gegründet und hatten immer ziemlich viel Spaß. Und ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können in meiner Jugend, als eine Band zu haben. Wir waren alle beste Freunde, waren 15. Und ihr habt am Anfang Punk gemacht, ne? Und haben so Punkrockmusik gemacht irgendwie. Und am Anfang war das noch eine Mischung aus gediegen und heftig. Und dann war es irgendwann relativ gediegen. Und jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Und jetzt bist du solo unterwegs? Jetzt bin ich unterwegs, ja, meistens. Und was geht bei dir 2013? Also was steht an? Also eigentlich wollte ich das Jahr relativ langsam angehen lassen. Habe jetzt auch nicht sonderlich viel Konzerte geplant. Ich bin jetzt nächsten Monat noch in Österreich unterwegs für 3-4 Konzerte. Ja, und dann im Spätjahr würde ich gerne eine kleine EP aufnehmen mit 6-7 Liedern. Und dann mache ich anschließend noch eine kleine Tour mit 10-12 Konzerten durch ganz Deutschland. Und das ist eigentlich mein Plan für 2013. Es hat wahnsinnig Bock gemacht, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zuzuhören und auch die Fragen zu stellen, die ich vorgelesen habe. Ich danke dir. Ich danke dir.